Mein Mund ist auf einmal so trocken. Dann tu was dagegen. Lasst uns nachher ins Margo gehen. Um diese Zeit sieht die Stadt einfach wunderschön aus. Schon, aber irgendwie werde ich ganz melancholisch. Wo sollen wir einkaufen? Tut gut, mal nicht töten zu müssen. Mann, wie das duftet. Nacht, schau mal hier. Was gibt's? Lass uns einen Happen essen. Ich muss auch einkaufen. Wie das wohl schmeckt? Was machst du, wenn dir hier deine Brille kaputt geht? Ich habe eine Ersatzbrille. Für den Notfall. Ha! Ignis beweist echte Weitsicht. Na, schon immer von einer romantischen Gondelfahrt geträumt? Also dann, bis zum nächsten Mal!
Nanu, euch habe ich hier noch nie gesehen. Mein Name ist Alessio. Ich sammle seltene Münzen. Leider fehlt mir die Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Im Tausch für eine Gedenkmünze überlasse ich dir gerne etwas von gleichem Wert. Das könnte ich dir dafür geben. Na gut, was sagst du hierzu? Immer fleißig sammeln. Ich habe tolle Sachen zum Tauschen. Hallo, wohin soll's denn gehen? Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Die Stadt ist wirklich sehr romantisch. Findet ihr nicht auch? Und dann bin ich nur mit Kerlen hier. Dafür sogar drei davon. Da kann man nichts machen. Hallo, wohin soll's denn gehen? Todmüde. Also dann, bis zum nächsten Mal. Willkommen in Accordo, Jungs. Sid erwähnte, dass ihr kommen würdet.
Wie gefällt euch denn euer erster Besuch in Altissia? Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne. Dieses Land gehört zu Niflheim, nicht wahr? Kein Grund, in den Untergrund zu gehen. Allerdings gehen die Imperialen hier frei ein und aus. Der Preis dafür, dass wir unsere Regierung behalten durften. Ein hoher Preis. Ein angenehmer Zustand ist es nicht. Alles, was wir tun, muss von Niflheim abgesegnet werden. Theoretisch müsste das auch für die Ansprache der Kanagi gelten, die ja anscheinend wieder von den Toten auferstanden ist. Stimmt das mit der Ansprache der Kanagi wirklich? Scheint so. Im Radio berichten sie ständig davon. Wo befindet sich die Kanagi? Vermutlich ist sie bereits in der Stadt. Allerdings hat sie noch keiner gesehen. Die Medien halten sich ebenfalls bedeckt. Höchstwahrscheinlich auf Drängen unserer Regierung. Außerdem hieß es, eine Delegation der Niffen wäre mit langen Gesichtern wieder abgezogen. Gibt's was Neues zu Leviathan? Die See ist ruhig. Trotzdem plant die Regierung angeblich eine Öffnung des Altars. Für den Ritus, oder was? Auf der anderen Seite werden für die Bevölkerung massenhaft Nahrungsmittel und Hilfsgüter gebunkert. Man scheint davon auszugehen, dass die Göttin Zerstörung hinterlässt. Die Frage ist, warum soll der Ritus dann zugelassen werden? Sind die Niffen mit Militär präsent? Präsenter als mir lieb ist. Aber die meisten Bewohner haben sich an den Anblick gewöhnt. Vor kurzem war sogar der Oberkommandant hier. Gab ein großes Hallo. Bravos? Nach all dem, was in Luzis passiert ist, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er auch hier aufkreuzt. Das Imperium begnügt sich nicht mit irdischer Herrschaft. Es greift auch nach den Sternen. Gut. Wenn etwas ansteht, seid ihr hier jederzeit willkommen. Danke. Gut zu wissen. Werte Camellia, lang ist es her. Ich habe von Ihrem hohen Besuch gehört. Sieh an, was Sie nicht alles hören. Sollen wir etwas zu trinken kaufen? Lass uns einen Happen essen. Einkaufen. Lasst uns hier ein Foto machen. Mist, ist zu dunkel zum Knipsen. Das wird halt nichts. Was brauche ich denn? Wir sind da. Lass uns gleich ins Kolosseum gehen. Gehen wir was Leckeres essen. Meine Herren, machen wir es kurz. Mein Name ist Camellia Claustra. Premierministerin des Protektorats Accordo. Des Protektorats, das momentan die Kanagi in seiner Gewalt hat. Dass Niflheim großes Interesse an ihr zeigt, versteht sich von selbst. Was? Aber einfach so geben wir sie natürlich nicht her. Und vielleicht macht uns der König ja ein besseres Angebot. Ihr findet mich in meiner Residenz. Entschuldigt die Störung. Lasst euch nicht täuschen. Unter der harten Schale steckt ein weicher Kern. Ist das so? Sicherlich seid ihr erschöpft von der langen Reise. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Stadt ein Zimmer sucht. Die Idee könnte von mir stammen. Altissia ist wirklich wunderschön. Diese Grachten. Lass uns einen Happen essen. Hm.
Lasst uns hier ein Foto machen. Mist, ist zu dunkel zum Knipsen. Das wird halt nichts. Kurz mal in den Laden? Wir sind da. Lass uns gleich ins Kolosseum gehen. Der Premierministerin ist die Besetzung durch das Imperium. Doch schon lange ein Dorn. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Noct, willst du dir das mal ansehen? Was denn? Na, wie... Noct, ich will eine Gondelfahrt machen. Kentiana? Wenn der erwählte König sich für Kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Und jetzt? Statten wir Chamäleon einen Besuch ab? Als hätten wir eine große Wahl. Das Imperium hat Luna im Visier. Ein Kampf wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, sehe ich auch so. Guten Tag. Willkommen. Möchten Sie hier übernachten? Thank you.
Noctis, könntet ihr vielleicht vorbeikommen? Im Lied gibt es lauter Beben in letzter Zeit. Die Jäger suchen nach der Ursache, haben bis jetzt aber noch nichts gefunden. Okay, wir schauen mal. Noct, wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Willkommen zurück. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Danke. Jetzt kann ich das Gericht endlich vollenden. Nehmen Sie es direkt ins Programm? Ja, das Rezept war vollendet. Es fehlte nur der krönende Abschluss. Das Aroma sucht seinesgleichen. Ich wollte beim ersten Kosten meinem Gaumen nicht trauen. Sie müssen es unbedingt probieren. Doch erstmal vielen Dank. Hier ist die Belohnung. Der Geruch von dem Zeug war echt mal intensiv. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gegessen. War es vielleicht in dem Gebäck, das Luna dir mal geschenkt hat? Willkommen zurück. Was möchten Sie gerne bestellen? Beehren Sie uns bald wieder.
Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Lasst nichts liegen. Okay. Los geht's! Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Knips doch mich. Wird gemacht, okay. Du bist der Boss. Hey, das war ein Scherz.
Willst du kein Foto machen? Nein. So eine Schönheit lässt sich auf Bildern nicht einfangen. Höchste Zeit, dass wir eine Tankstelle finden. Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Sieht aber gut aus. Oh Mann! Das ist garantiert lecker! Das lässt sich auch unterwegs kochen. Also dann? Bald, Kleiner. Für jedes Problem die richtige Lösung. Wir sind im Geschäft. Bis in Bälde. Thank you.
Los, Kleiner. Echt angenehm hier. Mir ist nach einem Nickerchen. Ich höre Magitech-Motoren. Hier räum ich auf. Ist unsere Chance. Großartig, noch kinderleicht. Das war einfach. Also dann? Ob Aranea wohl einen Freund hat? An potenziellen Kandidaten mangelt es ihr in der Armee sicher nicht. Wieso? Bist du interessiert? Was? Nein, mein Herz schlägt nur für Sydney. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Danke. Tja, lasst uns ein paar Knochen brechen. Gut.
bin dabei. Oh ja, Knochen brechen. Als wird's dir blendend gehen. Obacht! Irgendwo hier muss er sein. Wenn er einfach nur achtlos entsorgt wurde, müssen wir suchen. Na dann mal los! Den Dreh jetzt raus. Ja, ich auch. Meinst du das ernst? Ich meine, echt? Meinst du wirklich? Los, Kleiner.
Diese schwüle Luft. Du sagst es. Vogelstimmen aus den Wipfeln. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Ich trau diesem Verwundeten. Da wären wir. Lasst uns das Zeug. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Es scheint noch viel tiefer reinzugehen. Ohne die ganzen Viecher wäre das ein stinknormaler Wald. Hier kann man sich leicht verlaufen. Hey!
schön anstrengend, diese ständige Anspannung. Nur du bist hier angespannt. Was soll ich denn machen?